Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich wollte euch heute doch noch mal ein kleines Update machen, wie es uns aktuell so geht, ob es Neuigkeiten gibt und ja, einfach mal so generell. Also ja, als der Anruf aus der Klinik kam, dass die Ergebnisse von April da sind, womit ich eigentlich gar nicht gerechnet hatte, da ging es mir wieder echt nicht so gut, weil in dem Moment, also das Problem ist, ich habe den Anruf verpasst und die haben mir nur auf die Mailbox gesprochen, dass sie sich am nächsten Tag nochmal melden und ab da ging dann so ziemlich bei mir das Kopfkino los. Ja, was ist, wenn jetzt was gefunden worden ist, was wir hätten sehen müssen, wo wir ihnen hätten helfen können? Was ist, wenn sie was gefunden haben, was irgendwie Julie oder May gefährdet. Fein May ist ja in dem Sinne doppelt gefährdet, einmal durch was Ansteckendes, wie Julie auch, und dann halt auch noch, wenn es was Genetisches ist. Genau, da hatte ich schon so einen kleinen Zusammenbruch, ob man dann überhaupt wissen will, was es ist und ach, keine Ahnung. Andererseits muss man es ja wissen, um gegebenenfalls anderen Degus helfen zu können, wenn sowas nochmal irgendwo vorkommt. Aber ja, es war schon so ein kleiner nervlicher Zusammenbruch. Ja, dann hatte ich noch wieder das Gefühl, so einen kleinen Heulanfall, weil es ist tatsächlich total unterschiedlich, die Trauer um June und um April. Also ich liebe beide und ich vermisse beide, aber es ist so durch die unterschiedlichen Erlebnisse am Schluss tatsächlich total unterschiedlich, weil June vermisse ich einfach nur, weil die halt auch einfach jeden Tag mich angequietscht hat und ein Leckerli gefordert hat und wenn wir nur am Raum vorbeigegangen sind, sie gequietscht hat. Wirklich, bis sie ein Leckerli bekommt. Und ja, bei ihr sind es irgendwie schon so liebevolle Erinnerungen auch mit und halt Fehlen im Vordergrund. Und bei April ist es einfach nur Schmerz, Schmerz, dass wir sie so gequält haben. Also ich meine, June wurde in der Klinik sicherlich auch gequält. Bei April ist auch schlechtes Gewissen dabei, dass wir für June das Beste wollten und sie deswegen vielleicht verstorben ist, weil sie in der Klinik war, weil sie Stress hatte. Und das alles, also ja, bei April ist einfach dann natürlich auch das mit ihrem Rücken, aber das geht tatsächlich, aber dass wir es halt nicht gesehen haben, dass wir vielleicht zu spät ja, gesehen haben, dass es ihr auch nicht gut geht oder wie auch immer, dass wir da irgendwas falsch gemacht haben, ist tatsächlich bei April so im Vordergrund, natürlich neben dem Vermissen. Und ja, deswegen ist tatsächlich die Trauer um den jeweiligen Degu für mich völlig, völlig unterschiedlich. Ja, was jetzt bei den Proben rauskam, das erzähle ich euch jetzt mal. Ja, die Klinik hatte mich angerufen und hat gesagt, dass die Lunge von April, die ja im Röntgen auch ein bisschen auffällig war, vollkommen in Ordnung war. Das Einzige, was sie gefunden haben, ist ein Thrombus in der Leber. Also das ist halt ein Blutgerinnsel in der Leber und kann halt durch eine Stoffwechselerkrankung sein, kann aber auch durch ja, irgendwas Infektiöses, irgendein Bakterium, irgendwas sein. Dann hat sie gesagt, ja, aber da kann man, also in dem Sinne steckt man nicht drin, kann man nichts machen. Dann habe ich gesagt, stopp, stopp, stopp. June hatte das aber auch, was an der Leber. Und da hat sie gesagt, oh, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ja, genau. Dann hat sie gesagt, ob das durch Stress ausgelöst worden ist, weil normalerweise geht sowas in der Leber schon länger. Das, ja, kann man halt bei Degus dann leider nicht feststellen, weil sie es ja nicht zeigen. Aber ja, es lässt sich halt im Endeffekt nicht sagen. Ich habe dann auch nochmal nachgefragt wegen der Vergiftung. Da habe ich ja gesagt, dass ich ja halt gutes Futter schon immer kaufe. Sie hat gesagt, nee, wenn jetzt was geändert worden wäre, dann, also. Ja, irgendwie geht die Idee tatsächlich eher auf entweder was Infektiöses oder eine Stoffwechselerkrankung, die genetisch ist. Bei der Stoffwechselerkrankung, wie gesagt, da frage ich mich dann, warum haben es plötzlich beide? Hat der Stress das ausgelöst oder haben sie es einfach doch schon sehr, sehr lange? Und bei dem Infektiösen ist halt so, wo sollen sie es herhaben? Also über uns oder in der Luft oder alles ein bisschen komisch. Und bei Vergiftung ist halt, warum sollten es zwei haben von vielen. Also da warte ich doch, wenn dann alle oder nur einer. Fakt ist, wir werden Mädchen jetzt was für die Leber geben, weil wir halt nicht ausschließen können, dass es was Genetisches ist und
Genau, wir werden das vorsichtshalber machen und ansonsten werden wir wohl keine großen Antworten mehr bekommen. Und wenn es halt eine genetische Stoffwechselerkrankung der Leber ist, kann man eh nichts anderes machen, als versuchen, über Rodicare-Produkte für die Leber da Erleichterung zu schaffen. Ja, ändern kann man jetzt halt sowieso nichts mehr. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also tatsächlich ist es für mich, ich würde halt, also eigentlich hätte ich total Bock darauf, den Käfig zu behalten von April und Juni und ich hätte total Bock, da noch eine neue Gruppe aufzumachen. Ich hätte total Bock, Notdegus zum Beispiel zu Hause zu geben, aber aktuell siegt da einfach die Vernunft von, ah, wenn ich Notdegus aufnehme, ich könnte es aktuell überhaupt nicht ertragen, auch nur annähernd, wieder mit irgendeiner Krankheit umgehen zu müssen, Angst haben zu müssen, dass ich einen Degen verliere. Gerade Notdegus haben ja schneller, also allein schon hier sind schon wieder Degus in so einer schlechten Haltung bei Koka drin, wo ich genau weiß, die haben hundertprozentig Diabetes und Zahnprobleme wahrscheinlich und solchen würde ich halt super gerne zu Hause bieten, aber ich könnte es einfach aktuell nicht, weil ich könnte einfach nicht schon wieder diesen Stress haben. Und dann ist es halt auch einfach eine Vernunftentscheidung, dass wir generell auch mit dem ganzen Vergesellschaftungsthema so viel Stress hatten und dass wir eigentlich verkleinern wollen und dass hier halt auch einfach unser Leben sich früher oder später verändern wird, weil wir halt auch eine Familie haben wollen. Das passiert jetzt nicht demnächst oder da ist jetzt nichts geplant, aber es ist halt einfach so, dass sich unser Leben ja dahingehend auch verändert. Wir halt auch noch unser Haus renovieren wollen und ja, man dann halt im Endeffekt doch ganz froh ist, wenn man halt einen Käfig weniger unterzubringen hat. Und in dem Sinne auch, also obwohl der Aufwand natürlich minimal ist, also mit April und June, das war ja. Also das ist ja kein zusätzlicher Aufwand gewesen, so, aber es ist jetzt trotzdem halt minimal weniger Aufwand und wir wollen halt eher zu weniger Aufwand hingehen. Deswegen ist das halt eine Vernunftentscheidung, dass ich diesen Käfig verkaufen werde. Da ich hoffe und nicht davon ausgehe, dass May und Julie sich nochmal verstreiten, beziehungsweise ich da jetzt, glaube ich, für eine gute Lösung gefunden habe. Also ich kenne jetzt die Anzeichen und weiß, was ich tun kann. Und sollte da halt nochmal eine Vergesellschaftung oder irgendwas anstehen, wird das halt in deren Käfig gemacht. Der ist halt auch für, ich sag mal, für das steigende Alter der Degus besser. Genau, May wird ja bald 4, April und June werden ja auch bald, also März, 19. März 4 geworden. Und ja, sie ist noch kein Rentner oder so, aber es ist halt einfach natürlich dann ein ebenerdiger Käfig besser und deshalb haben wir uns halt entschieden, dass wir den Käfig von April und June verkaufen werden, auch mit diversen Zubehör, also Näpfe, Laufrad, Sandbar, das brauchen wir halt alles nicht, weil das haben wir sowieso schon. Also wir haben jetzt quasi alles in dreifacher Ausführung, weil ja eins für April und June war, eins für May und Julie und eins in Reserve. Auch Snuggle Safe zum Beispiel. Also wir werden jetzt quasi das komplette Set von June und April einfach verkaufen und hoffen einfach, dass vielleicht jemand ja ganz viel Freude daran hat, so wie wir lange daran Freude hatten. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das an ein Tierheim geben will, aber ich glaube, für ein Tierheim ist so ein Holzkäfig eh nicht geeignet, weil die halt viel mehr desinfizieren müssen. Also wir haben den zwar jetzt auch desinfiziert und alles, aber für die ist es, glaube ich, einfacher, wenn das halt irgendwelche Metallkäfige sind oder so oder Aquarien. Noch dazu haben wir hier halt kein Tierheim in der Nähe, der halt so großartig Degus oder Ratten oder irgendwas aufnimmt, wo sich der Käfig halt eignen würde. Genau, das war nämlich auch so mein Gedanke. Genau, das Laufrad ist ja auch, also das ist ja gerade so geeignet. Das war eigentlich mehr oder minder nur für April und Juni geeignet, weil die so kleine Degus sind, weil das hat halt auch gerade mal 30 cm Innendurchmesser. Also es war halt gerade so an der Grenze, aber es hat halt für die beiden als sehr kleine Degus halt sehr gereicht. Ja, genau. Also das werden wir jetzt halt ja alles in eins verkaufen, dann findet vielleicht jemand einen super Anfängerkäfig, den man halt nur noch ein bisschen minimal modifizieren muss.
Und dann hat man erstmal eine gute Grundlage. Ja. Ach so, und was tatsächlich auch noch so ein kleines Thema ist, also Hippo hat mich ja gebissen, wo das mit ihrem Rücken passiert ist, wo wir dann auch noch gepäppelt hatten. Also wir hatten nicht gepäppelt, wo das mit ihrem Rücken passiert ist, sondern wir hatten ihr Schmerzmittel gegeben und da hat sie mich dann halt gebissen vor Schmerzen. Wahrscheinlich. Also ich bin ihr da nicht böse oder irgendwie was, aber irgendwie ist mein Finger immer noch, also es ist jetzt schon 2 Wochen her und ich habe immer noch Druckschmerz. Also auch echt einige, ja, ich sag jetzt mal Millimeter drumherum, also so 5 Millimeter drumherum um die Stelle. Es ist aber nicht wirklich dick, nur so minimal. Und da ist auch noch komisch, also ich bin mir jetzt echt unsicher, ob ich meinen Finger nochmal am Arzt zeigen sollte, weil so sieht er eigentlich gar nicht so schlimm aus. Aber dieser komische Druckschmerz da drumherum ist auch ein bisschen komisch. Das ist aber auch eine echt blöde Stelle am kleinen Finger, weil du andauernd gegenkommst, wenn du dein Handy nimmst, dann haust du die ganze Zeit das Handy dagegen und überhaupt. Also es ist auch, ich versuche es jetzt immer schon zu polstern und noch mit Jodcreme einzucremen. Ich muss echt mal gucken, ob ich damit nochmal zum Arzt muss oder nicht. Also wie gesagt, so schlimm sieht es eigentlich nicht aus, aber richtig okay finde ich es jetzt auch nicht. Es ist irgendwie ein bisschen, tatsächlich ein bisschen komisch. Ich muss mal schauen, was ich damit mache. Man möchte ja jetzt auch nicht mehr mit so Pipifax in dem Sinne zum Arzt und der lacht sich darüber kaputt und sagt, macht eh nichts dran, dann möchte man ja nicht extra zum Arzt gehen. Andererseits wäre es natürlich mega blöd, wenn man zu spät geht. Ja, wie gesagt, so schlecht sieht er eigentlich auch nicht aus. Es ist halt wirklich nur so ein Druckschmerz drumrum. Naja, wir werden mal sehen. Ja, so viel soll es dazu erstmal gewesen sein. Und nächstes Mal geht es dann auch endlich mal mit den Themen weiter. Aber das war jetzt erstmal wichtiger, da nochmal ein bisschen aufzuklären. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.